In diesem Video möchte ich fünf Konzepte vorstellen, die es dir einfacher machen, wenn es zu einem Systemcrash kommt. Ein Systemcrash kann ja durch einen Hardware-Defekt, einen Software-Defekt oder vielleicht einfach durch einen Virus verursacht sein. Danach ist es angesagt, sein System neu aufzusetzen. In der Regel heißt das, einfach Windows neu zu installieren. In meinem Alltag stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen genau vor so einem Szenario Angst haben. Die fünf Punkte, die ich nach dem Intro vorstelle, sollen dir genau diese Angst nehmen. Ich habe jetzt mit diesen fünf Punkten überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerne kannst du die Kommentare verwenden, um noch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Mein Tipp Nummer 1 ist, wenn eine Software bereits auf Windows 10 existiert, dann sollte diese auch verwendet werden. Was meine ich damit? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Virenschutz. Umso weniger Software ich benutze, umso weniger Aufwand muss ich insgesamt treiben. Das ist nicht nur im normalen Betrieb einfacher, weil die zum Beispiel automatisch aktualisiert wird. Zusatzsoftware legt auch manchmal unerwünschtes Verhalten an den Tag. So gibt es zum Beispiel Lösungen, die sich in den Autostart eintragen oder das Kontextmenü bevölkern. Ich muss mich also immer vor der Installation einer Software fragen, ist diese Software oder dieses extra Feature, das ich nutzen will, diese extra Software wirklich wert? Und wenn ich das dann schon mache, dann sollte ich vielleicht eine Software benutzen, die mehrere Aufgaben abdeckt, sodass die Liste der installierten Software auf meinem PC klein gehalten wird. Das macht mir es dann auch einfacher, wenn ich den PC neu aufsetzen muss. Hier muss ich dann viel weniger Software nachinstallieren. Punkt Nummer 2. Du solltest unbedingt einen Passwortmanager verwenden. Du kannst dir bei der Verwendung eines Passwortmanagers immer sicher sein, dass deine Konten geschützt sind und du dich auch im Fall von Datenverlust wieder einloggen kannst. Natürlich muss der Passwortmanager dafür gesichert sein, aber dazu kommen wir später noch. Zudem beugt ein Passwortmanager Kontenchaos vor. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, bei welchen Diensten sie überhaupt noch ein Konto haben und wo nicht. Und wenn, welches Passwort oder welche E-Mail habe ich dort verwendet. Genau diese Informationen sollten in einem Passwortmanager gespeichert sein. Habe ich nun einen Systemcrash, muss ich mich nicht auf meine Cookies im Browser verlassen, damit ich wieder auf eine Seite komme, sondern ich kann einfach den Passwortmanager verwenden und alle meine Konten ganz einfach wiederherstellen. Punkt Nummer 3. Kenne deine Software. Ich muss bei der Software, die ich verwende, wissen, wo wichtige Daten gespeichert werden. Diese Information ist deshalb wichtig, weil ich ja meinem Backup-Programm mitgeben muss, welche Daten gesichert werden müssen. Gerade wenn man zum Beispiel Steuer- oder Rechnungssoftware hat, wo ja durchaus wichtige Daten drinstehen, sollte man sich überlegen, welche Daten davon gesichert werden müssen. Hat man nun also einen Systemcrash, kann man diese ganz einfach wiederherstellen und sollte auch wissen, an welchen Ort diese abgelegt werden müssen. Punkt Nummer 4. Halte deine Software aktuell. Auch das macht den Umstieg einfacher. Ich habe es oft erlebt, dass veraltete Software genutzt wird, die auf aktuellen Betriebssystemen gar nicht mehr lauffähig ist. Man muss zwar Geld investieren, um ein Update zu bekommen für die Software, ich bin aber der Meinung, das ist es wert. Wenn man die Software nutzt, bekommt man ja auch regelmäßige Sicherheitsupdates und neue Features dazu. Habe ich nun einen Crash, zum Beispiel von einem alten System, und muss auf ein neues System umsteigen, muss ja auch sichergestellt sein, dass ich diese Software mitnehmen kann. Ist diese zu alt und läuft beispielsweise nur noch auf einem alten Windows 7 PC und ich kann diese nicht mehr auf Windows 10 mitnehmen? Tja, dann habe ich ein Problem. Deshalb mein Tipp, Software immer aktuell halten. Punkt Nummer 5 und vielleicht der wichtigste Punkt von allen Backups, Backups, Backups. Alle Daten müssen gesichert sein. Dazu muss ich mir natürlich überlegen, welche Daten auf meinem PC müssen gesichert werden. Das heißt, ich muss auch eine gewisse Ordnung auf meinem PC haben, um zu wissen, welche Daten wichtig sind und welche gesichert werden müssen. Man sollte auch ein Konzept haben, wie man diese wieder einspielen kann. Manche Softwarelösungen, die ich ja schon angesprochen habe, haben ein spezielles Vorgehen, wie man Daten wiederherstellen kann. Dazu einfach im Handbuch nachschauen. Man kann natürlich auch einfach komplette Systempartitionen wiederherstellen. Das hat aber mehrere Probleme. Zum einen kann es ja einfach sein, dass ich auf einen komplett neuen PC wechseln will und möchte vielleicht auch das Betriebssystem aktualisieren. Dann kann ich diese Methode schon nicht mehr benutzen. Zum anderen bin ich vielleicht Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden und bin mir gar nicht so sicher, ob in diesem Image oder in der Windows-Partition vielleicht schon der Trojaner schlummert. Und da muss man beim Wiederherstellen sehr vorsichtig vorgehen. Ich persönlich halte von diesen kompletten Partitionssicherungen nichts.
Ich habe viel schneller meinen Windows 10 neu installiert und meine Daten wiederhergestellt, als ja, einfach einen alten Softwarestand wieder einzuspielen, der schon die Probleme beinhaltet, die vielleicht am Ende zum Crash geführt haben. Wenn du diese 5 Punkte beherzigst, hoffe ich, dass du besser schlafen kannst. Man sollte einen Computer immer so betreiben, dass er in jedem Moment abrauchen kann und ich dann genau wüsste, was ich zu tun habe. Ich persönlich finde diese Punkte nicht kompliziert umzusetzen. Fast alle dieser Punkte sollte man unabhängig davon, ob der PC jetzt gleich crasht, immer im Auge haben. So ist zum Beispiel ein Passwortmanager ohnehin empfohlen. Es macht auch Sinn, möglichst wenig Software zu installieren. Das vermindert auch den Administrationsaufwand, den ich mit meinem PC habe. Seine Software sollte man ohnehin kennen und man muss wissen, wo wichtige Daten eben von der Software gespeichert und gesichert werden. Auch das Aktuellhalten von Software ist angeraten, einfach schon aus Sicherheitsgründen. Und Backups, dazu muss ich ja nicht viel sagen, die sollte man ohnehin immer machen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich selbstverständlich über ein Abo dieses Kanals. Wenn du noch einen anderen Tipp hast, wie man seinen Computer betreiben sollte, dann gerne in die Kommentare damit.